Das ist Mai. Am 21. November 2020 erschien auf meinem Kanal das Video Ich bringe meinem Hund Sprechen bei. Ein Experiment. Essen. Essen. Irgendwann wird dieses Geräusch damit verknüpfen, dass sie jetzt was zu essen kriegt. Essen. Gut gemacht. Sie kann sprechen. Schau. Ja, wohin soll ich schauen, Mai? Sophie. Zu Sophie? Sophie. Okay, ich schau mal nach der Sophie. Was mit mir? Angst. Du hast Angst? Wovor hast du Angst? Sophie. Knöpfe zu drücken, um uns das mitzuteilen, was sie möchte, hat die Mai schon drauf. Mit diesem Plan gehen wir aber noch einen guten Schritt weiter. Ist es möglich, dass ein Hund ein Videospiel spielt? Kann die Mai Minecraft spielen? Und was würde sie machen oder sogar bauen, wenn man sie dabei alleine lassen würde? Dieses Video wird unterstützt von mir selber. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Schnittkurs, mit dem ihr alles lernt, was ihr fürs Schneiden von YouTube, Urlaubs-, Musik- oder Image-Videos braucht. Checkt den Trailer in der Infobox gerne gratis ab. Nur noch diese Woche gibt es dicke 42069% Rabatt auf alles mit dem Code 42069. No joke, ich konnte einfach 3 Nachkommastellen beim Code einstellen. Probiert's gerne mal aus. Der Spieler interagiert mit der Welt von Minecraft hauptsächlich durch 8 Eingaben. AWSD für Bewegung, Leertaste zum Springen, Shift zum Sprinten, Steuerung zum Ducken, Linksklick zum Zerstören von Blöcken und Rechtsklick zum Setzen von Blöcken. E fürs Inventar, die Mausbewegung zum Zielen und T für den Chat. Aber warum auch immer, haben die Entwickler von Minecraft auch im Jahre 2021 Minecraft noch nicht hundegerecht gemacht. Also müssen wir da jetzt ran. Der YouTuber Liam Thompson hat auf diesem Gebiet tatsächlich schon einige Pionierarbeit geleistet für hundefreundliche Tastaturen. Allerdings nur mit 2 Tasten, einer fürs Hauen und einer fürs Vorwärtsgehen, womit die Mai niemals selbst craften oder bauen lernen könnte. Deswegen habe ich zusammen mit Sophie über Wochen hinweg einen ausgeklügelten Masterplan erstellt. Einen Masterplan, der nicht nur die haptischen Limitierungen von Hunden, sondern auch ihr einzigartiges Lernverhalten berücksichtigt und die Steuerung von Minecraft komplett auf den Kopf stellt. Als erstes werfen wir aus unseren Eingaben alles raus, was nicht unbedingt gebraucht wird. Links, rechts und rückwärts bewegen fliegt direkt raus, sprinten und ducken auch und auch auf den Chat, glaube ich, kann die Mai gut verzichten, oder? Bleiben nur noch W, Leertaste, Rechtsklick, Linksklick, E und 4 Buttons, um die Maus nach oben, links, rechts und unten zu bewegen, da ich denke, dass eine normale Maus generell nicht hundefreundlich ist. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass man bei fast jeder Tastatur die einzelnen Tasten herausnehmen kann, bis am Ende nur noch die über sind, die man braucht. Diese kleinen Tasten hier sind nämlich ziemlich gut auf unsere Menschenfinger hier ausgelegt, aber eine Hundepfote braucht viel mehr Platz. Unser Pionier Liam Thompson hat ja einfach nur Kärtchen auf die verbleibenden Tasten geklebt, aber wir gehen auch hier noch einen Schritt weiter. Diese Tasten hier sind nämlich über einen gewissen Steckmechanismus in der Tastatur verankert und genau diesen Steckmechanismus werde ich jetzt dreidimensional nachmodellieren und eine Druckfläche drauf anbringen. Sieht jetzt genau so aus, ihr habt's erraten, das Teil geht jetzt in den 3D-Drucker. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Jetzt die Frage natürlich, können wir diese neuen Buttons draufsetzen? Vom Prinzip her sieht das nämlich sogar relativ gleich aus. Ja, das ist ziemlich gut geworden hier, das ist mir gut gelungen. Das Setup steht. Ein großer Monitor und eine speziell modifizierte Tastatur. Hier soll ein Hund Minecraft lernen. Jetzt kümmern wir uns um Minecraft. Die meisten Funktionen sind sehr schnell umgestellt, aber die Mausbewegung auf Tastenruck muss erstmal geskriptet werden. Also in der Theorie sollte das jetzt funktionieren. Ich kann jetzt hier mit W einfach gehen. Das ist einfach, das ist ein großer Button. Dann kann ich hier, und das ist das Wildeste, mit diesen Pfeilen hier die Maus bewegen. Das ist jetzt nicht so weich, das ist immer abgehackt pro Knopfdruck, man kann allerdings auch draufbleiben. Man kann jetzt, glaube ich, nicht 2 Sachen gleichzeitig drücken, man kann immer nur in eine Richtung gehen. Aber ich kann jetzt mal zu so einem Schwein rübergehen und dann mit der Taste kann ich es hauen. Ha! Easy. Craften kann man hier über E, geht auch so wieder weg. Hier bewegt man die Maus genauso mit den gleichen Buttons. Bisschen experimentell, kann man jetzt hier reinsetzen, hier Holzplanken draus machen und zack. Springen muss man allerdings nicht. Ich habe das nämlich auf automatisch springen eingestellt. Das geht in Minecraft, das nervt mich, aber das wird der Mai auf jeden Fall weiterhelfen. Boah, der schöne Sonnenuntergang, richtig geil. Und habe das, also diesen Button für springen, einfach ersetzt durch Scrollen, ja, durch Scrollrad. Man kann jetzt hier einfach durchwechseln, indem man hier diesen Button drückt. Das ist alles, was man braucht, um Minecraft zu spielen. Ja, gut. Mai will direkt einen Laptop ran. Ihr denkt sich, hä, ich brauch das nicht, ich kann das auch so. Okay, geh mal rückwärts. Hätte jetzt voll drauf, oh mein Gott. Also das ist nicht rückwärts, das ist runter, gucken. Genau, ja. Null. Mal auf W macht man das. Guck mal, mal W. Geh mal da. Auf W. Vorwärts. Fein, vorwärts.
Oh mein Gott, sie ist richtig erschrocken, weil sich was bewegt. Aber das ist gut, weil sie erkennt. Das ist schon mal, das ist ein richtig guter Step. Komm mal, jetzt okay. Komm hochschauen. Ja, gut gemacht. Komm noch mal hochschauen. Ja, fein hochschauen. Da, hochschauen. Moichi. Das ist nur Minecraft. Vorwärts. Gut. Hier, das macht sie so toll. Ui, klasse. Boah, wir könnten gleich mal probieren, ob das das Schwein haut. Aber das wird schwierig. Die will das Schwein nicht hauen. Oh mein Gott, bist du ein Vegetarierhund? Ich glaub nicht. Nein? Ja, komm. Ja, gut gemacht! Da ist das Schwein geschlagen. Fein. Mein, bau mal den Baum ab. Ja, gut, das ist fein. Oh mein Gott. Klasse! Fein gemacht. Stark. Geh mal ein Loch buddeln. Ja, oi, so gut. Tolles Loch. Komm mal dein Loch weiter. Als ob. Zieh mal rein ins Loch. So, wir haben dann mal jetzt die Angst genommen vor dem Teil. Jetzt müssen wir allerdings noch stumpf jeden einzelnen Befehl lernen, damit ihr den noch zuordnen kann. Und das wird jetzt erstmal ganz lang dauern. Ja! Fein! Gut! Klasse! Hui! Super laufen! Oha. Hi, Schaf, mein Schaf! Lass mal die Welt erkunden. Mai ist auf der Suche nach einem Platz, wo sie ihr Haus bauen kann. Oh no. Mai, kannst du schwimmen? Mai. Mai, no. Kannst du schwimmen? Oha. Wir haben jetzt Tag 3 und mittlerweile kann die Mai auf Befehl jedes Kommando ausführen. Mai, lauf. Und belohnen sie dafür. Fein, Mai. Ja, super. Und ähnlich wie man zum Beispiel sagt, hol's Stöckchen und der Hund dann losgeht und ein konkretes Objekt sucht, vielleicht sogar in einem anderen Raum, hat sie das an Tag 5 mit Minecraft verknüpft. Wenn man jetzt also sagt, Mai, hol's Bäumchen. Fein. Fein, Mai. Super. Tag 7. Je mehr wir Mai alleine lassen, desto mehr verselbstständigt sich ihr Verhalten. Was am spannendsten ist, dass sie das Spiel nicht so spielt, wie ein Mensch das spielen würde, bei dem ja Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn man Holz findet, Ressourcen sammelt, eine neue Landschaft findet, in der man sich ein Lager aufbauen kann. Im Gegensatz dazu hat ein Hund scheinbar ganz andere Ziele. Mai zum Beispiel buddelt Löcher. Wir haben jetzt Tag 14 des Experiments und mittlerweile zerstört Mai nicht nur Blöcke, sondern baut auch erste eigene Strukturen. Hat sie gerade gelernt, Werkzeuge zu machen? Tag 19. Mai entdeckt das Feuer. Wir sind aktuell kurz davor, dieses Experiment abzubrechen, einfach weil es echt beängstigend ist und wir uns nicht sicher sind, ob das gesund für ihre Psyche ist. Ich meine, sie hat heute Morgen einen Hund gezähmt. Ich habe gestern Abend vergessen, den PC auszumachen und habe dann heute Morgen die Mai dabei erwischt, wie sie wieder was gebaut hat. Ich habe mich am Anfang echt noch gefragt, ob das irgendwie zufällig ist, was sie da baut oder ob das irgendeine Struktur hat. Aber mittlerweile werde ich das Gefühl nicht los, als hätte die Mai ein Gefühl für Ästhetik. Das ist krass, Alter. Habt ihr mir das wirklich geglaubt? Heute ist 1. April, der Frühaufsteher. Und warum habe ich eigentlich eine Männerstimme? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wann euch bewusst geworden ist, dass ich euch trolle. Wahrscheinlich schon beim Thumbnail, ja moin. Mai kann natürlich nicht Minecraft spielen. Also ihr nach Kommando nacheinander verschiedene Aktionen ausführen zu lassen, das wird natürlich funktionieren. Und damit hat sie auch da, wo Liam Thompson aufgehört hat, nochmal ordentlich ein Stück draufgelegt und Pionierarbeit geleistet. Mai ist dahin gegangen, wo noch nie ein Hund zuvor gewesen war oder so. Aber selbstständig spielen und bauen kann sie natürlich nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den April-Scherz, ich hab's mir nicht nehmen lassen können. Dieses Gebäude, das ihr gesehen habt, ist übrigens nur ein kleiner Teil der riesigen Open-World-Map von Tomory RPG. Einem großen Minecraft-Projekt, das bereits seit 2 Jahren in Arbeit ist. Ich habe euch mal das Tomory RPG Discord verlinkt, wenn ihr mehr Infos möchtet und auch einen Link zu den Bewerbungen. Wir suchen nämlich Bilder, die bauen, Entwickler, die programmieren und Kreative, die Quests schreiben oder sowas 3D-Voxel-Art-mäßiges machen. Weil es eben ganz eigene Items gibt, wie zum Beispiel das hier, was ich noch selber gemacht habe. Wenn ihr Bock drauf habt, alle Infos in der Videobeschreibung, auch zu meinem Schnittkurs gibt's alle Infos in der Videobeschreibung und ich hoffe, ihr fallt heute nicht noch auf mehr schlechte April-Scherze rein. Nächste Woche kommt übrigens zum ersten Mal seit einem Jahr kein Video. Wenn ihr das darauf folgende dann nicht verpassen möchtet, abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns da zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss!